In Plane geht es um den Piloten Brody Torrance, der seine Passagiere rettet, indem er eine riskante Landung nach einem Blitzeinschlag auf einer vom Krieg gekennzeichneten Insel übernimmt. Als die Rebellen seine Passagiere allerdings als Geisel nehmen, muss er versuchen, diese zu retten. Der Film ist, wie man das auch von Gerard Butler, sag ich mal, Actioner gewohnt ist, ähnlich wie Chase. Er ist tatsächlich ein ganz normaler Mensch, ohne jetzt irgendwelche Vorkenntnisse, ohne irgendwelche Fähigkeiten, der versuchen muss, eben die Geiseln zu retten. Mike Coulter, der unter anderem aus Luke Cage bekannt ist, war allerdings beim Militär und deswegen ist dieser Kontrast zwischen den beiden wirklich sehr, sehr cool und auch sehr, sehr passend in die Rolle des jeweiligen. Und ich fand, das wirklich hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Und das Kino war rappelvoll und die Leute haben tatsächlich mitgefiebert. Die haben wirklich die Spannung sehr, sehr gut gehalten. Gerade wenn Gerard Butler dabei ist, das Flugzeug zu starten und zu fliegen, ist wirklich ein sehr spannender Moment, sehr cool. Und gerade zum Schluss gibt es wirklich auch extrem brutale und starke Action-Szenen. Von mir gibt es eine 8 von 10.